Damen und Herren, mein Name ist Dr. Christian Blex, ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, Vater von aktuell einem Sohn, im Februar werden hoffentlich zwei Kinder sein. Ja, als Physiker und promovierter Diplom-Mathematiker bin ich seit 12 Jahren Beamter und arbeite als Oberstudienrat an einem Gymnasium. Innerhalb der AfD bin ich Sprecher des Kreisverbandes Warndorf, Vorsitzender der dortigen Kreistagsfraktion und Beisitzer im Bezirksverband Münster. Ich bewerbe mich bei Ihnen als Kandidat für die Landtagswahl und deshalb werde ich mich in meiner Rede auf Landesthemen beschränken. Aufgrund meiner beruflichen Stellung habe ich vertiefte Kenntnisse für ein auf Landesebene enorm wichtiges Thema, das ist unsere Schul- und Bildungspolitik, gerade auch aus Sicht eines Naturwissenschaftlers. Die unter Ihnen, die schulpflichtige Kinder haben, werden die Auswirkungen jahrzehntelanger verfehlter Bildungspolitik aus erster Hand kennen. Sei es die schleichende Abschaffung des differenzierten Schulsystems, die Einführung von G8 in den Gymnasien, die Senkung der Anforderungen durch Streichung komplexer Themengebiete in den neuen Kernlehrplänen, die Benachteiligung unserer Jungen beim Erreichen des Abiturs, das rot-grüne Inklusionsprojekt und ganz aktuell die Beschulung minderjähriger Asylzuwanderer. Das Team des Landesfachausschusses Bildung, Forschung und Kultur, dem ich auch angehöre, hat hierzu gemeinsam einen Programmentwurf entwickelt, der sich klar und zukunftsweisend positioniert und den ich voll unterstütze. Eine besondere Leidenschaft von mir ist schon ganz lange die Energiepolitik. Als Naturwissenschaftler tut es mir hier besonders weh, dass sich die Energiepolitik in Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen schon lange nicht mehr an den physikalisch-technischen Fakten orientiert, sondern zu einer rein grünen Gesinnungspolitik deformiert. Und gerade auch auf Landesebene hat die Energiepolitik gravierende und direkte Auswirkungen auf unser Leben. Als Beispiel möchte ich den rot-grünen Landesentwicklungsplan nennen. Dort ist unter anderem geplant, den Anteil der Windkraft an der Stromerzeugung von derzeit gut 4% auf 20% im Jahr 2020 und 30% im Jahr 2025 zu erhöhen. Damit hätte Nordrhein-Westfalen etwa so viele Windräder wie jetzt ganz Deutschland. Das sind 26.000 Stück. Und was dies nicht nur finanziell, sondern auch für die Lebensqualität und unsere Kulturlandschaft bedeuten würde, kann sich jeder von Ihnen selbst vorstellen. Und deshalb engagiere ich mich auch schon jahrelang ehrenamtlich im Bereich der Energiepolitik. Ich habe maßgeblich an dem Landesenergieprogramm mitgearbeitet. Meine Aufgabe als Leiter der Teilgruppe Energie im Landesfachausschuss Wirtschaft und Energie entsprechend habe ich offen und mit klaren Worten zu der Verabschiedung unserer Positionen beim Landesparteitag hier in Bern beigetragen. Auf Bundesebene bringe ich mich schon seit 3 Jahren in das Team unseres Bundesfachausschusses Energie, Infrastruktur, Technik und seiner Vorgängerorganisation ein. Und ich habe erst ganz aktuell auf Einladung der rheinland-pfälzischen Landtagsfraktion diese ausführlich in Energiefragen beraten. Dem einen oder anderen von Ihnen bin ich auch durch meine mittlerweile ca. 30 Vorträge zur Windkraft- und Energiepolitik bekannt, die ich für die Alternative für Deutschland in Nordrhein-Westfalen und auch in Niedersachsen gehalten habe. Ich habe ebenfalls maßgeblich an der Organisation und Durchführung von mittlerweile 10 öffentlichen Kundgebungen, insbesondere in Ostwestfalen, mitgewirkt, bei 8 davon auch als Redner. Applaus
Als Direktkandidat für die Landtagswahl im Wahlkreis 87, Warendorf 2, bin ich bereits einstimmig gewählt worden. Ich bin bereit, mich motiviert, öffentlich und mutig für unseren Landtagswahlkampf einzusetzen. Wenn Sie mir Ihr Vertrauen geben, versichere ich Ihnen, dass ich mich engagiert in unsere Landtagsfraktion einbringen werde. Ich möchte mit dem gleichen Mut zur Wahrheit und zu Deutschland, wie ich Ihnen im Kreistag Warendorf und bei meinen Vorträgen und meinen Reden gezeigt habe, auch unsere gemeinsame Position im Landtag in Düsseldorf vertreten. Anstatt uns mit dem politischen Gegner auseinanderzusetzen, haben wir in der Vergangenheit leider viel Zeit mit innerparteilichen Flügelkämpfen verbracht. Die Spaltung der AfD-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg hat mich sehr betroffen. Das darf uns hier in Nordrhein-Westfalen auf keinen Fall passieren. Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Wählern und unserem Land. Ich versichere Ihnen deshalb, mich dafür einzusetzen, dass diese Flügelkämpfe in der Fraktion nicht stattfinden werden. Denn wir alle hier, wir haben eigentlich nur eine einzige Aufgabe. Unsere gemeinsame Aufgabe muss es sein, Deutschland zu retten. Wir, die Alternative für Deutschland, sind die letzte Chance für unser Vaterland und für Nordrhein-Westfalen. Ich bitte um Ihr Vertrauen, dass ich daran mitwirken kann, diese Chance für unsere Kinder und unsere Enkelkinder zu nutzen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, das ist eine berechtigte Frage, gerade hier in Deutschland. Also ich bin Physiker, ich habe da ein ambivalentes Verhältnis zu. Das eine ist das Technische, ich glaube, wir müssen sehr stark in die Forschung investieren, weil das in der Zukunft sicher eine zukunftsfähige Energiequelle sein wird. Nichtsdestotrotz ist diese Energieform gerade in Deutschland in der Öffentlichkeit sehr stark verbrannt. Und deshalb habe ich mich auch im Landesenergieprogramm dafür eingesetzt, dass wir eine sehr zurückhaltende Formulierung im Landesenergieprogramm da drin stehen haben. Insgesamt ist es, glaube ich, wichtig, dass wir zu Rationalität zurückkommen. Und das kriegen wir in Deutschland. Wir kriegen eine kostengünstige Stromversorgung, auch mit Gas und Steinkohle und Braunkohle. Und so gesehen brauchen wir das Thema Kernkraft nicht in die Öffentlichkeit zu transportieren. Es ist immer eine Lust, wie Sie auf Rot und Grün draufhauen, auch bezüglich der Energiepolitik. Und Sie vertreten ja auch die Energiepolitik der AfD sehr offensiv. Aber steht nicht zu befürchten, dass wir aufgrund dieses offensives Vorgehen die Wähler auch verschrecken können? Also ich habe mir ja gerade meine Positionierung zur Kernkraft gemacht. Ich glaube, bei diesem Thema müssen wir da auf Landesebene, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, sehr aufpassen. Allerdings schauen Sie sich mal Nordrhein-Westfalen an. Kommen Sie mal nach Ostwestfalen, fahren Sie mal die A44 nach Kassel runter und schauen Sie mal an, was da gerade passiert. Das ist grauenvoll, wie da durch die Windkraft die ganze Naturlandschaft vollkommen zerstört wird. Und ich glaube, wir sind es unserem Motto Mut zur Wahrheit auch schuldig, dass wir da ganz klar sagen, nein, das wollen wir nicht. Ich glaube, damit kriegen wir auch unsere Wählerstimmen. Es werden 24 Milliarden Euro massiv von unten nach oben umverteilt für diese Politik und die Naturlandschaft wird zerstört. Ich glaube, das können wir unseren Wählern vermitteln. Christian, ich habe es mündlich und hier auch schriftlich vorliegen, dass du Antragsteller in deinem Kreisverband
bevor sie Mitglied werden, aufforderst, Einstellungen in sozialen Medien so zu verändern, dass die Prüfer nichts finden können. Ich würde von dir gerne wissen, warum du den anerkannten und demokratisch beschlossenen Prozess dieser Aufnahme auf diese Art und Weise manipulierst und wie du quasi auf so eine Art und Weise. Das ist keine Ungehörigkeit, ich habe jetzt eine Schwarz und Weiß schriftlich, wer ist langsam und wer kann es anstehen. Da ansehen, wie du auf diese Art und Weise halt mit einer Partei im Landtag vertreten bist, die sich für Recht und Gesetz einsetzt. Ja, ich glaube, die Intention dieser Frage ist klar erkenntlich. Was da diskutiert werden soll. Ich bin seit 2013 Kreissprecher. Wir haben immer wieder gewählt worden. Wir haben einen ganz harmonischen Kreisverband. Und was diese Mitgliederaufnahme angeht, kann ich nur ganz klar sagen, wir haben momentan 3 Mitglieder, die seit 2 Monaten darauf warten, überhaupt aufgenommen zu werden. Ich glaube, da liegt der Wurm nicht bei uns, sondern bei anderen Leuten. Nächste Frage links. Herr Kobi vom Kreisverband Mittelfeld. Herr Dr. Bex, Sie haben kürzlich in Lippe einen sehr erfolgreichen Vortrag zur Energiepolitik gehalten. Da auch bei uns im Kreis werden ja immer mehr Windräder gebaut. Und meine Frage wäre, ob Sie uns auch zukünftig für weitere interessante Vorträge zur Verfügung stehen würden. Auch wenn wir im Landtag spät sind. Ja, dann könnte ich es jetzt lang machen, ich könnte es auch kurz machen. Ich mache es, glaube ich, lange, ich bin Lehrer, ich kenne manchmal ein bisschen gerne. Es ist so, die Energiepolitik für mich ist eine Herzensangelegenheit. Ich bin seit 7 Jahren ehrenamtlich in dem Bereich tätig. Ich würde mich freuen, das im Landtag weiter fortsetzen zu können. Aber ich werde selbstverständlich die Vorträge auch weiter in NRW weit und auch sonst wo anbieten. Ja, klar. Ja, nun zur letzten Frage am rechten Ende. Herr Brex, ich hätte eine Frage. Sie verwalten Ihren Kreisverband in wirklich vorzüglicher Art und Weise, das kann ich bestätigen, das hört man nicht nur. Meinen Sie nicht, dass dieser deutlich größer sein könnte, wenn Sie nicht eine Auswahl in der vorhin angesprochenen Form im Vorfeld durchführen würden? Haben Sie bitte den Popo in der Hose und stellen sich. Sagen Sie, dass Herr Miro die Dinge, die er behauptet, beweisen soll. Das war jetzt verfahren. Also, als Mathematiker müsste ich jetzt richtig gezählt haben, war zwar Frage 6, aber ich beantworte die Sache trotzdem gerne. Ich habe gerade angefangen. 1, 2, 3. Na, ist egal. Was auf jeden Fall ist, wir haben 56 Mitglieder, 55, eines leider verstorben, für einen relativ kleinen ländlichen Kreis mit 250.000 Einwohnern. Wenn Sie das mal auf Köln hochrechnen, rechnen Sie das mal hoch, da liegen wir also auf keinen Fall schlecht. Wenn wir unsere Mitgliederzahlen anschauen, in einem sicher sehr diffizilen Umfeld. Und ich glaube, ich muss mich da nicht verstecken hinter solchen linkischen Anschuldigungen. Ich könnte auch was zu Forum sagen, ich habe mir das verschlüsselt, ich habe jede meiner Rede klar gemacht, dass wir uns auf den politischen Gegner konzentrieren sollen und nicht anfangen mit der Dreckigkeit. Und auch Herrn Blenz 185. Lassen Sie mich eine formale Frage an Herrn Dr. Brex stellen und geben Sie die Gelegenheit, dass er sie hört. Herr Dr. Brex, ich darf Sie fragen, ob Sie die Wahl annehmen. Ich bedanke mich bei allen, die mich gewählt haben. Ich hoffe, Ihr Vertrauen nicht enttäuscht zu werden und ich nehme die Wahl ab. Vielen Dank.